Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Cat, und in diesem Video machen wir mal was ganz Besonderes. Ich möchte euch einmal mitnehmen und zeigen, wie eine Eisshow auf Kunsteis aussehen kann. Let's go! Ihr Lieben, ja, ich stehe jetzt hier schon auf den Kunsteisplatten und man muss ganz klar sagen, Kunsteis wird niemals Eis ersetzen. Es ist definitiv kein Eisersatz, aber es bietet uns ganz, ganz viele Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten ist natürlich, genau wie wir es hier machen, dass wir Shows machen können. Kunsteis könnt ihr überall hinpacken, um eine geile Eislaufshow zu produzieren. Und das ist natürlich irre, weil letzten Endes, das kann man irgendwo Richtung Strand platzieren. Ja, auch in Locations, wo es einfach warm ist. Und das hat auch einen gewissen Charme auf jeden Fall für die Showläufer und fürs Publikum natürlich. Ja, eine andere total spannende Geschichte, wie ich finde. Es ist schwieriger, darauf zu laufen. Also bedeutet, wir reden hier wirklich von einem Material, wo wir mehr Reibung haben. Durch diese Reibung müssen wir uns auch mehr anstrengen. Deshalb ist es spannend für Trainingszwecke. Also ich kann euch sagen, das hier, darauf eine Kür zu laufen, ist mindestens 100 Mal anstrengender als auf Eis. Deshalb für Trainingszwecke ist das ein spannendes Material. Auch für öffentliche Laufzeiten habe ich es jetzt immer wieder gesehen. Man muss es den Leuten nur richtig vermitteln und sagen, dass das hier ist kein Eis, es ist Kunsteis. Aber es gibt unserem Sport einen Platz, wo wir ihn vielleicht sonst nicht bekommen hätten. Ja, wenn es ums Zusammenbauen geht, ist es einfach ein Stecksystem. Also ihr seht hier, dass die Platten einfach zusammengesetzt worden sind. Und hier ist so ein kleiner Stopsel. Der wird einmal mit dem Hammer draufgeschlagen und dann ist das Ding fest und da bewegt sich auch gar nichts mehr. Die Frage ist immer, oder die ich oft bekomme, Cat, was ist denn jetzt, warum ist das denn so anstrengend? Und wie geht das denn eigentlich mit diesem ganzen Kunsteis? Also auf dem Eis ist es so, ihr habt einen Wasserfilm zwischen Schiene und dem Eis. Dadurch könnt ihr super leicht gleiten. Wenn wir jetzt von Kunsteis sprechen, dann muss sich unsere Schiene erstmal erhitzen durch Reibung. Durch Reibung entsteht die Hitze. Durch die Hitze, und glaubt mir, die Schiene wird richtig heiß, schneidet die sich in diese Kunsteisplatten hinein und dadurch bekommen wir den Grip. Deshalb ist wichtig, wenn ihr auf Kunsteis geht, dass ihr immer erstmal ein bisschen Reibung erzeugt, weil sonst rutscht ihr einfach nur weg. Eine andere Frage, die ich auch immer ganz, ganz oft gestellt bekomme, ist, oh mein Gott, Cat, mein armer Schliff. Ja, es ist richtig, dass wir natürlich durch diese Reibung deutlich schneller unseren Schliff verlieren. Deshalb muss man immer abwägen, okay, wofür nutzen wir dieses Kunsteis tatsächlich? Im Leistungssport sehe ich es ganz klar im Trainingsbereich. Im Hobbysport sehe ich es tatsächlich sogar auch zu Hause. Ich sehe es bei Technik, wo wir wunderbar arbeiten können, das, was ich sonst auf dem Asphalt mache. Und im Showlaufen, Leute, was soll ich euch sagen? Hier auf so einer Bühne, auf so einem Eis laufen zu können, ist wirklich was Besonderes. Und genau das schauen wir uns jetzt an. So, ihr Lieben, die Generalproben sind durch und jetzt heißt es Showtime. Deshalb verabschiede ich mich hier schon mal an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Kunsteis, dann schreibt mir super gerne in die Kommentare oder ihr könnt auch direkt über unsere Website das Kontaktformular nutzen oder mir eine E-Mail schreiben. Ich antworte euch auf jeden Fall super gerne. Und wer jetzt Lust hat, in Solingen Eislaufen zu gehen, dann geht auf jeden Fall mal in die Eissporthalle in Solingen oder kommt in dieses wunderbare Theater, um eine schöne Aufführung zu erleben. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.